Hallo liebe Trommelgemeinde, mein Name ist André Hilgers und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Im heutigen Video geht es mal um ein neues Thema. Und zwar werde ich sehr häufig gefragt, wie ich einen Coversong erarbeite. Tja, wie erarbeitet man einen Coversong? Das ist natürlich jetzt auch so ein Frage-Antwort-Spiel. Und es hat auch immer alles sehr viel damit zu tun, welches Level habt ihr und welche Musik hört ihr, wo möchtet ihr mal hin, bla 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 und so weiter. Ja, wie geht man vor? Am besten ist es erstmal, diesen Song zu hören. Also ich persönlich, wenn ich jetzt zum Beispiel für irgendwelche Bands, für Live-Konzerte und oder auch für Studio-Jobs oder auch Videoaufnahmen einen Song lernen muss, ist in meinem Fall mein bestes Schlagzeug und auch meine beste Abhöre, sprich die Anlage, ist immer mein Auto. Ich fahre sehr viel mit dem Auto durch die Gegend, wo ich Zeit habe, wo ich Musik höre und konzentriere mich dann erstmal auf den jeweiligen Job. Das wiederum heißt, es können 10 Songs sein, es können 15 Songs sein. Es kann in dem Fall aber auch irgendein Coversong, ein Lieblingssong von irgendeiner Band von mir sein, den ich mir erstmal sehr oft anhöre. Jetzt gibt es natürlich auch Jobs, wo man mit Songs zu tun hat, die man so ganz und gar nicht kennt, wo man auch stilistisch gar nicht in der Liga mitspielt oder noch nie damit was zu tun hatte. Also es wäre zum Beispiel jetzt in meinem Fall so, ich müsste irgendeinen coolen Song von Joe Bonamassa spielen. Ich bin natürlich in dem Stil überhaupt nicht zu Hause. Das ist natürlich total geil. Aber das wäre für mich erstmal ein Probeaufwand, der extrem hoch ist. Das wiederum heißt, dass man sich mit dieser ganzen Songstruktur, mit den Songs an sich erstmal auseinandersetzen muss. Da könnt ihr auch Songs von AC/DC nehmen, ihr könnt Songs von Slipknot nehmen, ihr könnt Songs von mir aus Peter Maffay, Nena, wo ihr gerade stilistisch zu Hause seid. Und müsst diese Songstruktur erstmal lernen. Das heißt, hört euch den Song sehr häufig an, lernt ihn mehr oder weniger auch ein bisschen auswendig und versucht euch zum Beispiel nicht nur am Drumming zu orientieren, sondern sucht euch in gewissen Parts zum Beispiel auch ein paar andere Eckpunkte aus, wo ihr euch orientieren könnt. Das kann zum Beispiel in einem Intro des Songs eine Keyboard-Passage sein, ein Gitarren-Solo, irgendwelche sphärischen Sounds und so weiter. In der Strophe zum Beispiel ist es ja so, dass der Sänger da sehr im Vordergrund steht wegen des Textes. Dann geht vielleicht auch her und versucht die Melodie ein bisschen mitzusummen. Vielleicht lernt er sogar den Text auswendig, um irgendwelche Akzente, die in dem Song vorkommen, dann auch ein bisschen besser zu lernen und geht dann weiter. Der nächste Part wäre theoretisch dann in normalen Songs die sogenannte Bridge, die Brücke. Das ist so der Part vor so einem Chorus, wo die Sonne dann aufgehen soll. Da gibt es dann auch noch mal ein paar Änderungen. Meistens wird da auch ein komplett anderer Groove gespielt. Und oder auch, man wechselt vielleicht mal von der Hi-Hat aufs Ride-Beckenschein, da macht irgendwelche Effektsachen, die sehr wichtig für den Grundsound sind. Das sollte man sich auch merken. Sprich, in welchem Part spiele ich jetzt welche Cymbals zum Beispiel. Ne? Meistens ist es so in der Strophe zu 80%. Nagelt mich bitte nicht drauf fest, ihr könnt mich gerne in den Kommentaren beschimpfen, das ist überhaupt gar kein Problem. Zu 80% ist es teilweise so, dass die Strophe zum Beispiel auf einer geschlossenen Hi-Hat gespielt wird, mit vielleicht offenen Hi-Hat-Akzenten und so weiter. Die Bridge oftmals mit der Hi-Hat in einem anderen Groove, manchmal wird aber auch aufs Reitbecken gewechselt. Das ist mal so, mal so. Da solltet ihr darauf achten, dass ihr diesen Soundunterschied dann auch wirklich mit wisst und nicht nur spielerisch, technisch rüberbringt, sondern auch wirklich tatsächlich wisst, ich muss jetzt an dem Part aufs Reitbecken wechseln. Kommen wir zum nächsten. Danach kommt meistens die Bridge. Die hat, wie gesagt, dann immer noch mal einen anderen Stil. Und darauf folgt dann der Chorus. Ja, was ist der Chorus? Der Chorus ist eigentlich so immer dieses Hauptding, was sich alle merken in einem Song. Für diejenigen unter euch, die mit dieser Struktur noch gar nicht so viel zu tun haben, die einfach nur mal mitspielen möchten.
Ne? Also wir haben so ein Intro vom Song, wir haben die Strophe vom Song, die Bridge und dann kommt der Chorus. Und meistens geht es dann wieder von vorne los. Irgendwann kommt dann nochmal ein Mid-8-Part, das heißt, das ist meistens so vor so einem Gitarren-Solo. Im Rock-Bereich, im Metal-Bereich werden noch sehr viele Gitarren-Solos gespielt. Es gibt halt aber auch sehr viele Stile von Musik, wo diese Gitarren-Solos gar nicht mehr so vorkommen. Und wie gesagt, also das ist jetzt alles ein bisschen verallgemeinert. Ich möchte mich da gar nicht auf irgendeinen speziellen Stil festlegen. Für euch ist einfach erstmal wichtig, dass wenn ihr einen Coversong spielen wollt, dass ihr vielleicht erstmal einen Song nehmt, den ihr auch wirklich privat schon sehr, sehr cool findet, den ihr oft hört, der auch wirklich mit einem echten Schlagzeug, sage ich jetzt mal, ausgerüstet ist. Es gibt natürlich in der heutigen Zeit auch unheimlich viele Radiosongs, die man kennt, wo gar kein richtiges Schlagzeug ist. Wie kann man das erkennen? Es ist ein bisschen schwierig. Also so ein Umz ist natürlich kein richtiges Schlagzeug. Da muss man auch nicht viel für können. Ich habe in meiner Drumschule in Paderborn bei Tight Drums oftmals feststellen müssen, dass sehr viele Schüler, egal welchen Alters, natürlich irgendwelche Ziele haben. Die sind cool. Ich hatte auch damals meine Ziele und die Messlatte liegt natürlich heute stilistisch immens hoch. Das heißt also, die Technik ist besser geworden, das Equipment ist besser geworden und allgemein ist alles irgendwie ja ein bisschen leichtfüßiger geworden. Man kann alles sehr, sehr schnell erlernen, wenn man möchte. Es gibt unheimlich viele Videos auf YouTube, zum Beispiel meins, die euch dann erklären, wie man sowas macht. Ich kann euch auf diesem Weg den Tipp geben, dass ihr erstmal am Anfang nicht übertreiben solltet. Es geht also nicht darum, höher, weiter, schneller. In dem Fall beim Schlagzeugspielen nicht lauter, nicht schneller, nicht extrem anzufangen, irgendwelche hyperschnellen Double Bass zu spielen oder irgendwelche ganz, ganz trickigen Handsätze und so weiter umzusetzen. Es geht darum, sich einen Song auszusuchen, der eurem Level entspricht. Sprich, habt ihr auch Notenkenntnisse? Das ist natürlich dann auch wieder wichtig. In dem Fall verweise ich sehr gerne auf mein Noten für jedermann Tutorial auf meiner Homepage, wo ihr nochmal diese Grundsatz-Notenkenntnisse aufarbeiten könnt, plus minus mal geteilt. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit Mathematik, weil ihr ja letztendlich irgendwann mit irgendwelchen Coversongs, Songs, die ihr spielen wollt, oder auch in einer Band, irgendwann Bruchrechnen und Prozentrechnung machen wollt. Das bedeutet, dass ihr diese Grundlagen erstmal kennen solltet. Wenn ihr das nicht könnt, klar, ist natürlich jetzt schwierig an der Stelle, dafür habe ich noch genug andere Videos am Start für euch, nochmal diese ganzen Notenwerte, Taktarten und so weiter zu lernen. Wenn ihr jetzt aber wirklich noch blutjung seid und habt vielleicht irgendwie die Möglichkeit, einen AC/DC-Song zum Beispiel zu nehmen, das ist einfach mal so eine Idee, dass ihr zum Beispiel Highway to Hell nehmt. Vielleicht kennt ihr den Song auch, vielleicht findet ihr den auch total geil, vielleicht findet ihr den aber auch total langweilig. Und da kommt genau der Punkt. Es geht nicht darum, langweilig irgendwas zu trommeln. Es geht darum, auch so eine Struktur zu erlernen. Wie ist so ein Song aufgebaut? Und da ist natürlich in dem Fall bei Highway to Hell, lasst mich nicht lügen, 3 Beats vielleicht, ein paar Fills, also nichts Dolles. Das sollte nicht wirklich sehr schwer sein. Da geht es erstmal darum, die Songstruktur, den Ablauf eines Songs zu verinnerlichen. Wie lerne ich das? Viel hören, dann gewisse Pattern raushören, vielleicht mal so einzelne Grooves nehmen und die versuchen nachzuspielen. Und dann kommen wir halt wieder zu diesen Notenkenntnissen, vielleicht diese auch zu skizzieren. Ne? Also nicht nach einem Buch zu spielen, sondern ihr dreht das Ganze einfach um und versucht einfach mal auch zu notieren, was eigentlich in diesem Song passiert. Das muss natürlich jetzt nicht Takt für Takt sein, sondern ihr nehmt aus der Strophe den Beat und schreibt euch den auf und übt den erstmal. Dann nehmt ihr den aus dem Chorus, aus der Bridge, aus dem Solo. Ne? Also wie gesagt, meistens sind es so 3, 4, 5 verschiedene Grooves. Im Prog-Bereich sind es natürlich immens mehr. Deswegen lege ich euch nahe, am Anfang, wenn ihr sowas erarbeiten wollt, erstmal leichtere Songs zu nehmen, die von der Struktur einfacher sind und auch von den Taktarten her. Bewegt euch so im Vierviertelbereich und fangt erstmal damit an, den Song zu lernen, euch daran zu orientieren, zum Beispiel an der Gitarre, am Riffing, am Gesang, an der Melodie von der Gitarre. Skizziert euch die Grooves.
Und dann geht ihr erstmal Part für Part vor. Ihr müsst so einen Song ja natürlich jetzt nicht komplett direkt auf 100% durchtrommeln. Das mache ich am Anfang auch nicht. Ich gehe erstmal her und setze mich mit einem Kopfhörer hin, lasse den Song laufen und das dann auch nicht nur ein, zwei Mal, sondern es kann durchaus dann noch mal 10, 15 Mal sein, um einfach diese Struktur erstmal aufzunehmen. Wann kommt ein Wechsel in dem Song? Wann muss ich irgendwelche Betonungen schlagen? Und dann kann man sich dann zusätzlich im Nachhinein dann noch auf die einzelnen Grooves konzentrieren. Und dann fängt man natürlich an, schon ein bisschen zu zaubern und dann wird das alles schon ein bisschen sauberer. Das Wichtigste an der Stelle ist erstmal, dass ihr, wenn ihr mit dem Song spielt, dass ihr einen Kopfhörer habt, wo ihr von eurem eigenen Trommel was hört und den Song natürlich auch. Das Ganze sollte natürlich auch nicht zu laut sein, weil ihr müsst auf eure Ohren aufpassen, weil ein Tinnitus summiert sich, das ist nicht mit zu spaßen. Irgendwann bleibt der Ton mal da, macht es tatsächlich nicht zu laut. Ne, seid da vorsichtig, das muss ich einfach sagen, weil vielleicht ist ja auch ein 12-Jähriger, 10-Jähriger, 8-Jähriger unter euch, das würde mich freuen. Seid bitte vorsichtig mit der Lautstärke, haut auch nicht auf einmal ganz plötzlich auf irgendwelche Becken rum. Ich kann das verstehen. Offiziell Krach zu machen, das macht Spaß. Aber ihr müsst auf eure Ohren achten, weil ihr gebt jedes Mal, wenn ihr plötzlich irgendwas macht, immer einen richtigen Rambazamba auf eure Ohren. Das merkt ihr noch nicht jetzt, das merkt ihr später. Und mit später meine ich vielleicht erst in 10 Jahren. Deswegen seid ein bisschen vorsichtig. Ich kenne es selber, laut ist total cool. Am Ende des Tages ist es aber auch wirklich nicht hilfreich. Komme ich wieder darauf zurück, dass ihr den Song hören solltet, gut über Kopfhörer. Und auch euer Trommeln. Es gibt natürlich auch viele meiner Schüler, die haben dann zum Beispiel zu Hause eine gute Stereoanlage stehen mit großen Boxen, die sie hinter sich aufbauen, vielleicht auch vor sich und dann alles auf 10 drehen und Krach machen, sofern es von den Nachbarn her möglich ist. Das ist okay, aber man kann es nicht so richtig kontrollieren. Was ich damit meine ist, bevor ihr dann jetzt auch wieder anfangt, mit dem Song mitzuspielen. Denkt mal drüber nach, ob ihr nicht vielleicht ein Metronom habt oder ladet euch eine Metronom-App runter, ob ihr jetzt Android habt oder auch andere gängigen Systeme auf eurem Handy, Tablet, wie auch immer. Es gibt eine ziemlich coole Metronom-App, die heißt Metronom Pro. Ich bekomme dafür kein Geld, dass ich dafür Werbung mache, sondern es ist tatsächlich wirklich die beste Metronom-App, die es derzeit auf dem Markt gibt, finde ich. Ist meine persönliche Meinung. Ich kann die nur empfehlen. Da kann man wirklich alles einstellen. Man kann auch Probeintervalle einstellen, dass die Taktarten, das Timing sich nach einer Minute ändert. Ich habe keinen blassen Schimmer, was die App kostet, aber ich kann sie euch wirklich nahelegen. Die ist super. Und Timing. Wenn ihr merkt, dass dieser Song, wenn ihr diese Grundgrooves habt, eigentlich noch zu schnell für euch ist, kann ich auch da empfehlen, nicht sofort anzufangen, den Song mitzuspielen, sondern arbeitet euch mit dem Timing ran. Bei dieser App ist zum Beispiel so eine Tab-Taste. Das heißt, ihr könnt also, wenn der Song läuft, könnt ihr damit tappen und dann zeigt euch die App sofort an, wie schnell der Song ist. Ist total cool, ist sehr hilfreich für Leute, die damit noch nie zu tun hatten. Kopfhörer aufsetzen und mal versuchen, diese Grundgrooves, ohne den Song zu hören, erstmal diese Grundgrooves zu spielen, um erstmal festzustellen, bekomme ich dieses Timing überhaupt hin? Oder ist das noch über meinem Niveau, über meinem Level? Schaffe ich das überhaupt? Das ist eigentlich so der erste Step, um sich ranzuarbeiten. Und wenn ihr das timingmäßig geschafft habt, dann könnt ihr dann wieder dazu rückgehen, um mit dem Song mitzutrommeln und das dann wieder neu zu erarbeiten. Wichtig ist, dass ihr auch da nicht mit der Lautstärke übertreibt und euch die Ohren kaputt macht, sondern ihr solltet euch auf den Song konzentrieren und gleichzeitig aber auch auf euer Spielen und das sehr tight versuchen rüberzubringen. Ja, was kommt als nächstes? Die wichtigen Parts in solchen Songs sind natürlich nicht nur die Grooves. Das ist erstmal so das Grundding. Wo macht man einen Abschlag? Sind die Abschläge auf die Viertelnoten, auf die Achtelnoten, Sechzehntelnoten, wenn ihr euch damit auskennt? Die müsst ihr euch dann auch erstmal so ein bisschen raushören, um das dann auch wie im Original mitzumachen.
Ist nicht immer so einfach, weil auf manchen Produktionen solche Sachen nicht immer richtig zu hören sind. Deswegen versucht euch da mal ein bisschen ans reinzuarbeiten, wobei auch die Betonungen am Anfang erstmal nicht wichtig sind. Wichtig ist, dass ihr über den kompletten Song erstmal spielen könnt, dass ihr die Ausdauer habt, dass ihr die Wechsel an sich erstmal von den Grundtakten oder von den Grundgrooves hinbekommt, um euch dann hinterher auf diese ganzen Fills, was mit den Toms zu tun hat. Fills, das sind so diese ganzen Übergänge, für die unter euch, die das Wort noch nie gehört haben, wo man halt irgendwelche Betonungen auf den Toms macht oder mit den Becken und dann wieder in den nächsten Part übergeht. Ich könnte euch jetzt 1000 Sachen vorspielen, das würde euch jetzt im Moment erstmal nichts nützen. Wichtig ist, dass es Grundgrooves gibt, Hi-Hat, Bass, Drum, Snare oder auch am Reitbecken und dann irgendwelche Akzentuierungen mit den Händen, die ihr dann auch nach und nach dann erarbeiten könnt. Wobei diese Übergänge am Anfang erstmal irrelevant, noch nicht hundertprozentig so wichtig sind. Ich finde wichtig, dass ihr erstmal den Spaß so ein bisschen in den Vordergrund stellt und versucht einfach erstmal so einen Song mitzuspielen. Mein jüngster Schüler, mit dem ich das jetzt momentan gerade praktiziere, der ist tatsächlich 7. Und dadurch bin ich auch auf diesen Song Highway to Hell gekommen. Papa bei ihm zu Hause ist auch Metal-Fan und hat mich dann gefragt, hey, können wir mit dem Kleinen nicht mal was machen? Und ihr solltet selber darauf achten, dass ihr euch die Selbsteinschätzung eures Levels, ist natürlich immer so eine Sache. Aber was mir auch, wie ich anfangs erläutert habe, sehr wichtig ist, dass ihr erstmal versucht, kleine Brötchen zu backen und nicht versucht, direkt irgendwelche 8-minütigen Hyper, Double Bass, Beat und Wechsel 7, 8, 15 Viertel und weiß der Geier, was Takte da irgendwie raussucht. Macht es erstmal locker und macht es am Anfang so locker, dass ihr den Song versteht, dass ihr Spaß daran habt, weil das Level steigern könnt ihr immer noch. Ich finde es viel cooler, wenn ihr dann am Ende des Tages irgendwann nach einem Monat vielleicht, weil ihr es einfach drauf habt, auf einmal 5 oder 10 Songs habt. Ob die jetzt leicht sind oder nicht, das interessiert doch am Ende des Tages keinen Menschen. Es geht erstmal darum, dass ihr auch so ein bisschen Spaß am Trommeln bekommt und dass nicht nur stupide Grooves runterspielen, Rudiments auf der Snare und so weiter, genau das ist ja der Punkt, auch ein bisschen Spaß daran zu haben. Verlangt am Anfang einfach nicht zu viel von euch. Passt es einfach ein bisschen daran an, wie ihr euch wohlfühlt vom Trommeln her, von der Geschwindigkeit. Der Song sollte auch nicht zu schnell sein. Und ja, das ist eigentlich so, wie ich die Songs erarbeite. Um jetzt nochmal zusammenzufassen, es ist also so, dass ihr den Song am besten kennen solltet, den ihr selber persönlich gerne hört. Dann geht ihr her, wenn ihr es schon könnt, und skizziert euch einfach mal diese ganzen Grundgrooves. Dann klickert ihr das Timing aus, versucht diese Grundgrooves erstmal ohne den Song zu hören, mit Klick zu spielen, um erstmal auf das Tempo zu kommen. Wenn ihr das nämlich nicht schafft, übt das erstmal eine Zeit lang, bis es dann nur mit dem Klick sauber ist und dann fangt mit dem Song an, Kopfhörer auf den Song und von Step by Step von A bis B einfach ein bisschen durchspielen. Wenn ihr einen Fehler macht, versucht im nächsten Part wieder reinzukommen. Wenn ihr noch nicht so hundertprozentig sauber seid, dass ihr den Punkt wiederfindet, startet den Song ruhig von vorne. Jede Probeeinheit, die ihr macht, hilft euch weiterzukommen. Und selbst wenn es ein Groove ist, den ihr 3 Tage lang 4 Stunden am Stück spielt, übt ihr. Ihr übt, ihr lernt an der Tightness, an der Sauberkeit. Und viel wichtiger, der allerwichtigste Punkt bei dieser Geschichte ist mit den Coversongs, egal was ihr auch für eine Band aussucht, ist, dass ihr auch an Selbstsicherheit gewinnt. Vielleicht kennen es viele unter euch, ihr habt eine Geburtstagsparty zu Hause, Onkel, Tante, Oma, Opa, Freunde, weiß der Geier was, ein Haufen Leute sind auf einmal da und euer Schlagzeug steht in eurem Kinderzimmer. So, und jetzt sagt der Opa, oh Jungs oder kleine Süße, setz dich doch mal hin und spiel uns was vor. Und schon haben alle ein Fragezeichen und Angst. So was soll ich jetzt machen? Ihr solltet an Selbstsicherheit gewinnen und genau das schafft ihr damit, wenn ihr auch einfach mal irgendwelche Strukturen und Songs einfach mitspielt. Weil wenn dann der Opa kommt und sagt, ey, spiel doch mal einen Song oder spiel doch mal einen Groove, dann setzt ihr euch locker dahin irgendwann und spielt einfach drauf los, weil ihr einfach wisst, ihr könnt's.
Und das macht die ganze Sache dann schon viel, viel, viel interessanter für euch und eröffnet dann auch wieder neue Türen zu neuen Songs, vielleicht zu neuen Bands, vielleicht entwickelt ihr auch noch euren eigenen Stil dann irgendwann, aber das ist dann schon wieder ein bisschen weit hergeholt. Und ja, das sind eigentlich jetzt erstmal so diese grundsätzlichen Sachen. Ne? Wie erarbeite ich einen Coversong? Hören, auswendig lernen, Timing erarbeiten, Sauberkeit üben und dann irgendwann den Song hundertprozentig nachspielen zu können. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen so das ein oder andere Hilfreiche nahebringen. Es ist natürlich ein sehr weitreichendes Thema. Ich könnte jetzt noch 2 Stunden weiterquatschen wahrscheinlich. Weil es ist natürlich auch bei jedem individuell. Es liegt an deinem Level, an deinem Können, an deinem Musikstil. Es gibt Musikstile, da ist das Schlagzeug nicht so niveauvoll. Es gibt wiederum andere Musikstile, da ist es brutal heftig, was man alles spielen und können muss. Arbeitet euch da ein bisschen rein. Wenn ihr Fragen habt, unten könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Ich lese alles, ich antworte sehr gerne. Mailt mir über meine Homepage kontakt@andrehilgers.com. Auch da werde ich alles beantworten. Egal wie alt ihr seid, die Frage kann nie dumm genug sein. Fragt mich alles, was ihr wollt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ja, vielleicht habt ihr noch Lust, in meinem Shop auf meiner Homepage www.andrehilgers vorbeizuschauen. Vielleicht ist da auch schon dieses ein oder andere Video für euch dabei, was euch auf eurer Trommelreise ein bisschen begleiten kann. Das ist alles wie im Unterricht aufgebaut. Sehr, sehr hochwertiges Lehrmaterial im Anfänger- und fortgeschrittenen Bereich. Oder vielleicht wollt ihr mich auch mal persönlich kennenlernen, dann schreibt mich an, dann können wir auch mal hier in meiner Schlagzeugschule in Paderborn eine Einheit machen, wie ihr möchtet. Hab mich gefreut, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Euer André.